So Leute, erstmal kurz nochmal schnell was zu sagen. Also erstmal hi, ich bin's wieder MC Arschel und heute ist der Part, an dem wir anfangen mit unserer Mondstation. Ich wollte kurz noch was sagen. Ich habe letzte Folge ein bisschen Blödsinn erzählt. Das ist mir in der Aufnahme, was heißt in der Aufnahme, in dem Test, in meinem Singleplayer-Test danach eingefallen. Die sind ja nicht weg, sondern die haben bloß ein anderes Interface. Die werden extra gehandhabt und man muss, wenn man auf diese Storage-Container ist, da auch wirklich auf den Eingang, dann scheint dieses Screw-Hedge und dann mit Linksklick und dann kann man die auch wieder rausschicken. Also, ja, die sind nicht weg, die sind hier oben an Bord. Wollte ich jetzt nur nochmal klarstellen für alle, die denken, die sind jetzt weg, was ich im letzten Part erzählt habe, das stimmt nicht ganz. So, wir sehen uns gleich unten wieder, bis gleich. So Leute, und da bin ich wieder. Wir werden jetzt ein Truck bauen für unsere Mondstation, womit wir dann alles so andocken können. Und dazu brauche ich jetzt erstmal, nee, nein, das Ding. Ja, das brauche ich für die Station, denn aber nicht hierfür. So, wie baue ich diesen Truck jetzt auf? Also erstmal ganz wichtig, Fuel. Dann, dass er hier runterkommt. Dafür schon mal gewährleistet. Vielleicht hier seitlich ein paar Tanks rein. Halt, das muss ich ja dann anders machen. Wo sind diese? Hier. Paar Tanks als Verbindung. Zack. Zack, daran. Dann. Nee, das ist ein bisschen fett. Bisschen breiter. Mal gucken, ob ich, ach, habe ich schon Nanopod-Clipping? Okay. So, dann. Ja, hier so eine fetten Räder ran. Nee, es ist ein bisschen viel. Ich glaube, dafür ist es jetzt ein bisschen zu schwer. So, dann kommt noch Folgendes. Paar Lichter hier ran. Eins da. Na, so. Eins da. Passt hier ungefähr. Aber hinten natürlich auch. Ach nee, weil ich Symmetrie an hatte, okay. Und die kommen dann hinten ran, die beiden Dinger. Also ich hoffe mal, dass das jetzt hinten ist. Und vorne und hinten jeweils noch so ein Docking-Ding. Jo, ist hinten dran. Zack. Und dann aber so ein Ding hier. Nee, passt.
erstmal auf. Und zwar werden wir immer so ein großes nehmen. Und immer so ein klein. Falls wir da oben nämlich so eine kleine oben haben sollten. Können wir die auch andocken. Weil ich weiß nicht, ob die auf so große Magneten überspringen. Dann probiere ich mal hier noch ein paar Räder ran zu machen. Keine Ahnung, ob es hilft. Oder ob das jetzt völlig. Also das kann ja so schon mal nicht gehen. Aber wir testen einfach mal. Und das ist der MC Mond Truck. Safe. Launch. Okay, das ist doch vorwärts. Gut. Dann fahren wir jetzt mal rückwärts. Ressourcen von Strom. Produzieren wir keinen. Stimmt, da war was. Endflight. Vehicle Assembly Building. Aber sonst macht sich das Ding eigentlich ganz gut im Fahren. Und was wir dann auch nochmal machen werden. Hier sind Dinge drauf und da sind Dinge rein. Da können wir das auch unten ran machen. Ja, innen drin, toll. Jetzt ist da wirklich drin. Soll es aber nicht. So, das ist da drin. Das passt. Dann. Mond können wir ja die Dinger verwenden. Zumindest wenn Tag ist. Und ansonsten. Schwere Sache. Könnte man. Daran. Immer daran. So, dann kriegt der noch. Ne, das machen wir mal doch oben auf. Und dann kriegt der mal da noch ein paar. Tanks dafür. Die kommen gleich, die Düsen. Nur so, falls da irgendwas sein sollte, kriegt er das. Dann werde ich jetzt ein paar Düsen suchen. Ah, Batterien. Batterien sind auch nicht gerade zu vernachlässigen. Oh, Vierer ist da ein bisschen dämlich. Dann machen wir zwei halt. So, einer. Dann, was machen wir dann noch? Ist ja schon mal nicht schlecht, Ding. Fahren können wir, docken können wir. Was können wir noch mit dem Ding? Die Düsen.
Ich muss hinne machen. Wir haben nur noch 5, 6 Minuten. So, warte mal. Die hat 20, was hat die? Die hat 120. In Vakuum 320, 300. Damit sollte man dann aber auch landen können. Auf dem Mond. So, dann müssen wir die Treibstofflinie. Ich weiß nicht, ob er auch aus den neueren nimmt. Aber bevor da irgendwas ist. Zack, das da rein. Das. Das geht nicht in die Engine, sondern das geht in den Tank. Safe. Speichern. Safe und Launch. Müssen wir das mal testen. Wie kommen wir denn da mit unserem, wenn wir jetzt im Aufs Viertel, kommen wir da denn so zurecht? Oh, ja. Treibstoff sieht dort gut aus, jetzt nimmt er erstmal die äußeren, dann geht er über das kleine Ding, und dann nimmt er das. Sieht aber eigentlich gut aus. Dann können wir uns hier fast in der Umlaufbahn befassen. Befassen, hinschießen. Ja, und jetzt geht's nach unten. Und viel zu schnell. Ja, aber immerhin so stabil gebaut, dass die Command-Kapsel übrig bleibt. Also das haben wir doch schon mal gut gemacht. Restart Flight, bitte. So, und dann lässt sich das Ding ja auch mit WAS steuern, also da müssen wir dann die Geräte abschalten. So, mal bitte hier rückwärts rausfahren. Was ist da jeweils in der Luft gegangen? Ach, die Räder. Extend Ladder. EVA. Die kann man ja ganz einfach reparieren. So. Na. Komm, irgendwann wird das Ding schon gerade stehen. Yeah, selbst. Na, willst du den ja mal jetzt schön reparieren? Wenn das Ding ja mal da bleiben würde, dann wäre es ja kein Problem. Anders sein. Hier ist ja auch Schrott. Nee, der tüpft mir zu sehr. Wisst ihr was? Steigen wir wieder ein. Und dann bauen wir den Ding Länder Dinger dahin. Ach, unsere Engines sind doch weg. Na, ich glaube, weil tiefer gelegt sind. Die sind ein bisschen sehr tiefer gelegt. Ja, sind ein bisschen sehr tiefer gelegt. So, das sollte jetzt passen. Und dann da. Action Group R1. Eins ist bei mir immer die Landalex. H2. Was könnte
Geschichte erzählen. Machen wir mal die Panels. Nee, warte mal, machen wir anders. Beim Numpad ist die 8 vorne. Das heißt, bei 8 geht das Licht vorne an. Also hier, wo es clean ist. Toggle Light. Genauso wie das. Und bei 2 haben wir das Licht, was zurückgeht. Also die beiden. Dann wird das Ganze jetzt nochmal getestet. Dann machen wir bei 3 die Dinger. Save, Launch. Und hier oben kommt dann noch diese ACS-Dinger 4 Stück ran. Aber erstmal müssen wir mit dem Ding ja ordentlich erstmal gucken, ob das Ding gerade steht. Oh, hängt ja schon durch. Naja, halbwegs. Die Leiter haben wir vergessen. So, Brakes, damit die Räder nicht drehen. So, kommen wir bis unten hin, das passt. So, 2. Für hinten. 8 für vorne. So, mal Gas geben. Verbrauchen wir. Da verbrauchen wir. Ja, aber wir haben hier noch im Tank. So, bremsen wir die Dinger mal runter. Setzen uns wieder ab. Da hängen wir wirklich ganz schön durch. Muss ich mal ein paar Struts machen. Bremse weg. Rückwärtsgang. Ah, da ist der Draht vorne kaputt. Nochmal gucken, ob wir da trotzdem runter kommen. Sieht aber schon mal nicht schlecht aus. Zum Glück müssen wir da auf dem Mond nicht wirklich Rampen runterrollen. So, gib mal Stoff hier. Und bremsen. So, bremsen. Wir müssen die Räder austauschen, also das Ding hoch. Dann, du kommst mal raus hier. Gut, ist mir zwar jetzt ein bisschen neu, wie der da die Räder austauschen will, aber es geht auf jeden Fall. Der ist anscheinend dann mal schnell gewachsen. So. Huch. Rennen wir gleich durch. So, die ganzen anderen, die müssen wir natürlich hier dran anpassen, dass das Ding, wenn es auf dem Boden ist, auch an den anderen rankommt. So, und jetzt. Da gehen sie kaputt. Da gehen sie kaputt. Endflight, Vehicle Assembly Building. Gut, aber auf dem Mond werden sie dann bestimmt nicht kaputt gehen. Das steht dann schon mal fest. Aber ich werde noch mal was probieren. Zwar werde ich diese Engines, 4 Stück, die werde ich da oben anbringen. Die stehen ja da ein bisschen über. Die Dinger sind jetzt das. Oho. So. Nicht 2. Ja, 8, genau. So, davon bitte.
Hat er jetzt da bloß 2 ran gemacht? Ne, da sind 4er. Davon bitte noch ein paar. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Und da in der Mitte kommen diese Dinger natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Und zack. Speichern. Das einzige, was ich jetzt noch mache, ist die beiden austauschen. Das Ding hinten ist. So, jetzt passt's aber. Das Ding hinten, das Ding vorne, das passt's. Die 4 Engines haben wir, das passt auch. Das Einzige, was jetzt eventuell nicht mehr passen könnte, ist das mit dem Fuel. Aber das ist auch kein Problem. Auf 4 stellen. Und eine Düsen ran. Und daran. Da ist er dran und da ist es dran. Gut. Speichern. Dann haben wir ein paar Struts hier zur Verstärkung. Auch die Engine ist davor. Jetzt dürfte keine Engine davor sein. So, da passt das. Da brauche ich aber nicht 4er, sondern brauche ich nur 2. Du gehst da in den Tank ran. Und dann probiere ich mal noch eins dahin zu kriegen. Du gehst daran. Safe, Launch und gucken. Ich glaube, wir haben schon überzogen. Yep. Das heißt, jetzt ist nur noch Probe. Sieht da alles gut aus. Ohne Propellant haben wir bei. So, Rückwärtsgang. Jetzt können wir da auch, glaube ich, ein bisschen schneller rüberbrettern. Jo. Da sind unsere Reifen kaputt. Das heißt, bremsen. Dann bitte ausfahren. Diesmal sollten wir auch exakt gerade stehen. Das mache ich gleich noch in der Dings mit rein, in der Gruppe. Ansonsten mal kurz gucken, 3 geht auch. Was war 4? 4 war nichts, 4 wird dann die Leiter. So, aussteigen. Dann hier kurz runtergehen. Sind ja die Dinger noch, ja. Aber ich glaube, ich komme da immer noch ran. Repair Wheel. So. Ist hier unten das Michelin-Männchen, das hat haufenweise, ach gut, das hat haufenweise Räder bei sich in der Taschen oder um seinen Körper rum, so wie das Ding in der Werbung immer aussieht. So, einsteigen bitte sanft runter. Ja gut, sanft war es jetzt gerade nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Auf dem Mond ist ja das nicht so. So, dann probieren wir das noch mal. Das funktioniert auch. Wieso ist das Gewicht da? Gut, dann müssen die Dinger anscheinend doch nach unten. Die Engines. Oder wisst ihr was? Wir machen die da dran.
Tag kommen die hin. Die kommen da hin. So, dann brauche ich noch mal ein Pärchen da. So, das passt. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist von diesem Tank irgendwie dahin. Bitte nicht zur Engine, sondern zu diesem Tank, und von da aus sollte er eigentlich nehmen. Das werden wir gleich nochmal nachgucken. Und unten die Rakete, die baue ich denn so dran, und im nächsten Part werde ich sie vorstellen. So, dann werden wir das nochmal gucken. Da wird Treibstoff genommen, die werden dann natürlich auch genommen. So, dann sollte das jetzt wieder passen. Wir fliegen halbwegs gerade. Gut. Dann werden wir jetzt mal zur Landung ansetzen. Oder auch zum Crash. Wir sind aus Gummi. Wir sind Gummi. So, wir haben mal wieder überlebt. Außer das Ding hier. Das ist ein bisschen auseinandergeflogen. Die Rakete baue ich beim nächsten Mal dran. Also bis zum nächsten Mal ist er dran, die Rakete. Und weil ich muss ja noch ein bisschen testen bis zum Mond. Und dann ist es Download in der Beschreibung. Nächsten Part. Und dann werden wir mit diesem Ding zum ersten Mal auf den Mond fliegen. Also bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und viel Spaß beim, was ihr mir auch gerade macht.